Herzlich willkommen, liebe Kinder, beim Polarforscher im Eismeer. Wir wollen heute gemeinsam das Eismeer erforschen und meine erste Frage an euch ist, welche Tiere kennt ihr denn schon? Walross, Pinguin, ein Eisbär. Wir wollen ja heute das Eismeer wie echte Forscher untersuchen und da ist meine Frage, was machen denn echte Forscher? Also man muss Tiere gut und lange beobachten können. Experimentieren. Toll, was ihr alles schon wisst. Aber die Versuche, die können wir nicht hier draus machen. Die wollen wir in unserem Forschungslabor machen. Kommt mit! Am Nordpol muss man sich ganz besonders auf die Kälte vorbereiten. Das Erste, was du machen solltest, mach mal deine Jacke zu. Dazu kommt jetzt erstmal ein dickes Halstuch. Achtung! Dann braucht man noch eine dicke Mütze. Wichtig sind natürlich auch Handschuhe. Und damit man auch beim Schneesturm etwas sehen kann, eine dicke Skibrille. Achtung. Und damit auch du noch gesehen werden kannst, brauchst du Reflektoren auf deiner Kleidung. Komm mal zu mir rüber. So sieht also ein Polarforscher aus. Das hier ist unsere Eismeer-Forschungsstation. Hier drin müsst ihr euch jetzt aber alle wie echte Forscher anziehen und dafür einmal alle Jacken ausziehen. Ich habe was Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar braucht jeder von euch im Forschungslabor natürlich ein Forscherkittel und die verteile ich jetzt mal. So, noch ist es ja sehr hell hier. Wir machen jetzt eine Tauchfahrt von der Meeresoberfläche bis auf den Meeresgrund. Mal sehen, was sich alles auf dem Grund des Meeres verbirgt. Habt ihr Lust? Ja! Unser U-Boot ist jetzt bereit. Das Wasser in der Dämmerungszone ist kühl und fast dunkel. Keine Sonnenstrahlen dringen bis in diese Tiefe hinunter. Trotzdem leben hier Tiere, Tintenfische, Quallen und Fische. Auftauchvorgang abgeschlossen. Bitte verlassen Sie jetzt leise die Tauchstation. So, dann kommt mit. Dann geht's wieder in die Forschungsstation. Wir wollen jetzt herausfinden, warum das Zusammendrängen von den Pinguinen ein biologisch sinnvolles Verhalten ist. Mach mal bitte den Tiefkühlschrank auf und dann hol mal einen so einen Beutel daraus. Genau, jetzt tu mir mal einen Gefallen, lass ihn fallen. Ja, danke. Und das Eis, das wollen wir jetzt hier reinkippen. Ich habe hier einmal mitgebracht, Pinguine, die in einer Gruppe zusammenstehen. Die haben sich also zusammengedrängt. Jedes dieser Reagenzgläser ist ein Pinguin. Und dann habe ich einen Pinguin mitgebracht, der ist alleine. Wir wollen jetzt einmal herausfinden, welcher dieser Pinguine am schnellsten abkühlt. Dafür müssen wir hier warmes Wasser hineinfüllen. Ihr müsst euch vorstellen, das sind jetzt die Körper von den Pinguinen. Und so ein Körper hat eine gewisse Temperatur. Und diese Temperatur, die simulieren wir jetzt mit diesem warmen Wasser. Wir stecken gleich mal das Thermometer da rein. Jetzt stellen wir die einzelnen Körper in das Eisbecken hinein. Pinguine stehen ja auf dem kalten Fußboden, kriegen also kalte Füße. Und wir wollen jetzt gucken, wie diese Temperatur sich auf die Pinguintemperatur auswirkt. Mia, du bist die Uhrenbeauftragte. Du musst einfach nur auf den grünen Knopf drücken und uns nach einer Minute Bescheid sagen. Los! So, die Anfangstemperatur innen. 52,8. Dann Außentemperatur? 50,5. Und der alleine? 45,6. Wir haben alle mit der gleichen Temperatur gestartet und schon haben wir diese Unterschiede. Was stellt ihr fest? Na? Der Pinguin, der alleine steht, ist viel mehr ausgekühlt als die in einer Kolonie, also wenn die alle zusammenstehen. Habt ihr eine Idee, warum dem Pinguin in der Mitte am wärmsten ist? Weil der außen keinen von den anderen Seiten hat und der mittlere von allen Seiten gewärmt ist. Genau. Nun ist das aber ein bisschen unfair, dass Pinguine außen die ganze Zeit einen kalten Rücken bekommen
Und die Pinguine in der Mitte, die ganz warm ist, findet ihr nicht auch? Ja. Und habt ihr eine Idee, was die Pinguine machen? Na? Also sie wechseln immer die Plätze. Genau, das will ich mal mit euch allen ausprobieren. So, eben in der Forschungsstation haben wir herausgefunden, was Pinguine tun, wenn ihnen besonders kalt ist. Was war das nochmal? Na? Genau, ich bin der Pinguin, der in der Mitte steht und ihr stellt euch außen drum herum. Achtung, wem ist am kältesten? Ja. Ja, dann ab in die Mitte mit dir. So, wem ist jetzt am kältesten? So, ihr müsst euch durch am besten so Drehbewegungen machen. Wir können nicht noch so drehen. So, liebe Kinder, wenn auch ihr Lust habt, die Experimente in der Eismeer-Forschungsstation auszuprobieren, bei der Tauchfahrt mitzumachen und viele Tiere zu beobachten, dann macht mit bei unserer Ferienaktion Polarforscher im Einsatz. Tschüss!